Servus meine Bros and Hoes und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe mir überlegt, beziehungsweise wir haben uns überlegt, warum haben wir überhaupt angefangen? Was waren unsere Beweggründe und warum geben wir euch regelmäßigen Content noch? Also ich fange mal direkt an. Bei mir ist es so, wir hatten schon anfangs viel Hilfe von vielen guten Menschen bekommen, sei es denn sowas wie Nachhilfe oder gute Tipps von älteren bzw. guten Lehrern, die uns damals auch unterstützt haben. Und aber auch Leute aus der Nachbarschaft, die uns geholfen haben, überhaupt so Papiere und so zu übersetzen, beziehungsweise Papierkram, die unsere Eltern einfach noch damals nicht konnten mit den Deutschkenntnissen. Uns wurde damals viel geholfen. Und inzwischen haben wir uns so ein Wissen angearbeitet mit Erfahrungen, die wir gemacht haben, ob schulisch ist oder egal was für ein Thema. Das, was wir wissen, wollen wir gern weitergeben. Bei mir war das immer so, okay, ich hatte immer Probleme mit der Schule, aber ich hatte niemanden, der den gleichen Schulweg bzw. Lebensweg genauso abgeschlossen hat oder gegangen ist. Ich hatte nie so eine Person, wo ich fragen kann, ey, was mache ich jetzt? Was für Möglichkeiten habe ich jetzt? Klar, man kann googeln und dann war man sich immer noch unsicher, ob dieser Weg überhaupt so geht. Kann man noch mit diese 5 diese Note noch ausgleichen? Kann man irgendwie noch wieder die Spur halten? Und das war immer für mich so Fragen, die konnten mir damals keine beantworten. Und ich habe mich da ein bisschen durchgemogelt und ich kann euch diese Tipps halt auch weitergeben. Deshalb ist es von meiner Seite aus, ich will das weitergeben, was ich damals nicht hatte. Keine Ansprechperson, das will ich euch dann irgendwie vermitteln und ich will euch da unterstützen. Das ist so mein Punkt, warum ich das hier jetzt immer weitermache. Ich muss sagen, ja, mir geht's eigentlich wirklich ähnlich wie mein Bruder. Nochmal ganz kurz zu unserer Journey auf YouTube. Es hat ja nicht wirklich in den letzten Jahren angefangen, sondern wirklich schon 7 Jahre her, seitdem wir die ersten Videos auf YouTube hochgeladen haben. Damals war es so, mein Bruder ist ja ein sehr extrovertierter Mensch und deswegen mag er es auch, Unterhaltung, Comedy und sowas abzufilmen. Ich war damals schon noch ein bisschen schüchtern und deswegen... Du warst der Kameramann. Aber. Ja genau, deswegen, ich war der Kameramann ich habe als erstes mal die Videos geschnitten. Ja. Und ich meine, das allein hat mir schon so viel geholfen damals und ich glaube, ohne meine Arbeit als Kameramann und als Videocutter wäre ich nie in die IT-Schiene gekommen. Also da hatte ich schon irgendwie gemerkt, okay, ich habe da schon ein bisschen Spaß dran, mit dem Computer zu arbeiten. Und unsere Themen damals waren hauptsächlich diese 5 Arten von oder diese ganzen Pranks und sowas. War auch cool, wie wir damals auch schon unsere Freunde mit eingebunden haben. Also es war schon eine interessante Zeit, so 2014, 15, so um den Dreh immer. War eigentlich sehr lehrreich für uns beide, hat uns ja auch geprägt. Dann haben wir beide irgendwie gemerkt, so irgendwie bockt es nicht mehr so krass oder wegen Schule vor allem. Da hatten wir irgendwie gar keine Zeit mehr gehabt. Panu hat noch ab und zu einzelne Videos gemacht wegen Fitness, auf seinem Zweitkanal damals noch. Und so lief das eigentlich auch ein paar Jahre weiter. Und dann nach dem Abi bei mir zumindest, da hatte ich mehr Zeit gehabt, weil ich war ja in der Schulzeit immer sehr fleißig am Lernen und sowas. Und ich hatte schon immer so den inneren Drang gehabt, mal ein Buch zu schreiben, weil so ein, als ich 6 war oder so, wollte ich immer mal so ein haptisches oder so ein Buch, was ich quasi in der Hand halte, vor meinen Augen haben, was ich dann auch wirklich mal später meinen Kindern zum Beispiel zeigen kann und sagen kann, hier, das habe ich mal in meiner Jugend geschrieben. Und das Kranke ist, es hält dir immer noch, wenn du auch tot bist. Und eben, ja, sowas. Jeder wird schon, Pavi, der Autor. Genau, ja. Das ist geil. Und ich hätte nie gedacht, dass es schon mit 18, dass ich mit 18 schon so weit wäre, das Buch zu schreiben. Das kam eigentlich nur daher, dass ich selbst für die mündliche Abi-Prüfung im Fach Englisch dann mir versucht habe, irgendwelche Lernquellen oder irgendwie Bücher extra fürs Abi zu holen, aber die habe ich nirgends gefunden. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass es wirklich jährlich wirklich Hunderttausende von Schüler gibt, die ja auch im Fach Englisch sich dann mündlich prüfen lassen wollen und dafür trotzdem noch so wenige oder beziehungsweise so schlechte Bücher zur Auswahl gibt. Und ich habe dann tatsächlich auch ja selbst dann mit 15 Punkten die Prüfung bestanden und ich glaube auch, dass es, also ich habe für mich eine eigene Lerntechnik herausgefunden, die es mir ermöglicht hat, in Fremdsprachen dann auch sehr gute Leistungen zu erzielen und generell auch in der Schule. Und
Und vor allem, weil ich dann die Bücher, die es dann auf dem Markt gab, nicht so gut fand, habe ich gedacht, okay, ich kann es eigentlich besser machen. Dann lass uns einfach mal die Lernzettel, die ich hatte, verschriftlichen und dazu noch ein paar einzelne Tipps von mir einwerfen, die dann für mich hilfreich waren, um dann in der Schulzeit auch das Maximale herauszuholen. Und ich persönlich würde nicht sagen, dass ich irgendwie jemand bin, der krass intelligent oder krass irgendwie hochbegabt ist, sondern eher ein sehr fleißiger und ambitionierter Typ bin. Und ich habe mir selbst so ein System zurechtgeschnitten, sage ich mal, dass es mir auch ermöglicht hat, systematisch vorzugehen, um dann auch gute Noten zu erreichen. Und diese Tipps wollte ich auf jeden Fall teilen. Und YouTube war dann quasi ein Mittel zum Zweck, um dann meine Bücher zu promoten. Es lief auch überraschend gut, muss ich sagen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass meine Englisch-Vorbereitungsvideos schon in den ersten paar Monaten über 1000 Klicks oder über 2000 Klicks erreichen. Und es war dann irgendwann mal so ein Schlüsselereignis 2020, der zweite Lockdown wurde angekündigt und mein Bruder und ich saßen so noch in meinem Zimmer, wir haben dann einfach mal normal wie immer gequatscht und ich meinte dann so, wir haben doch damals echt krasse YouTube-Videos gedreht und jetzt haben wir Zeit, lass mal irgendwann wieder was starten, wir können ja immer, wir sind ja jetzt weiser, reifer, brutaler, gut aussehender. Du meintest noch am Anfang so, ja, lass mal machen und ich so, am nächsten Tag, ich baue schon Kamera auf, wir machen direkt. Ja. Bevor es dann zu spät ist, machen wir es direkt, setzen direkt um. Hätten wir es nicht direkt umgesetzt, hätten wir es, glaube ich, nie angefangen. Das stimmt, ja. Vor allem, also, mein Bruder ist ein sehr spontaner Typ, was das angeht. Ich hätte gesagt, vielleicht lass mal in 2-3 Wochen vielleicht mein YouTube-Video hoch, dann der direkt, lass am nächsten Tag zusammen ein Video hochladen. Das war jetzt, glaube ich, irgendwie Realschule, von der Realschule aufs Gymnasium und sowas. Das ging auch, also, wir haben versucht, so mit Minimal Effort quasi, also nicht viel schneiden, sondern einfach nur, lass uns zusammen hinsetzen, quatschen ein bisschen und das dann direkt hochladen. Und dann haben wir uns auch schon das Ziel gesetzt, so viele Videos wie möglich zu produzieren. Wir haben damals gesagt, jeden Tag ein Video und wollten dann bis Ende des Jahres über 300 Videos hochladen. Haben wir nicht geschafft, aber trotzdem über 200 Videos hochgeladen innerhalb von 10 Monaten oder 11 Monaten. Hätten wir damals nicht gedacht. Ja, ist echt krass. Also lieber ein zu hohes Ziel setzen und dann trotzdem auch zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man schon in einer so kurzen Zeit auch eine super hohe Anzahl an Videos produziert hat. Hätten wir jetzt gesagt, wir wollten vielleicht bis Ende des Jahres 100 Videos erreichen, dann hätten wir es vielleicht erreicht, aber hätten niemals über das Ziel hinausgeschossen. Genau, anfangs war es ja für uns so, lass erstmal nur geben. Lass einfach nur geben, was wir haben, was alles in unserem Kopf ist, soll raus. Die sollen es sich mal anhören und wenn es denen gefällt, sollen die sich mal melden. Und nach haben wir gemerkt, da wurden immer mehr Kommentare, immer mehr Lob, so ey, du hilfst uns, wir sind in der gleichen Situation und so. Ich dachte ehrlich, das waren nur so eine Handvoll Leute, die das so betrifft, die dachten so, ja okay, ich bin jetzt auch in dem Konflikt, soll ich aufs Gymnasium, soll ich vom Gymnasium runter oder sonst was, aber es sind wirklich Tausende oder mehr, ich weiß ja nicht, wie viele wir noch erreichen werden, aber auf jeden Fall sind es extrem viele, die wir erreicht haben und das hätte ich damals niemals gedacht und das hat mich bis heute noch motiviert zu sagen, komm, immer ein bisschen mehr und das wird schon irgendwie, ja. Vor allem das Krasse auch, viele schreiben, also mir zumindest haben mir richtig viele auf Insta geschrieben, das sind ja teilweise wirklich, die stehen teilweise vor großen Entscheidungen im Leben und da fühlt man sich schon geehrt, dass man daran teilhaben kann, also die Person auf den richtigen Weg zu lenken, beziehungsweise einfach mal mit Ratschlägen zur Seite zu stehen, weil mir schreiben teilweise Leute an, die kurz davor sind, ihr Studium auszuwählen oder teilweise Leute, die dann ihre Abi-Prüfung in 1-2 Wochen haben und dann am Verzweifeln sind oder Studenten, die jetzt versuchen, die richtige Lernmethode für sich zu finden. Ich bin aber beim besten Willen, ich bin jetzt kein Experte, aber trotzdem ehrt es mich natürlich, dass ihr quasi dann auch wirklich mich als jemanden ansieht, der... Ich wollte immer deine Meinung dann. Genau, ja, das ist auf jeden Fall auch super. Klar, also ich weiß schon einiges und ich will aber nicht irgendwie dastehen, als ob ich alles weiß oder sowas. Deswegen, man versucht zu helfen, wo man kann und ihr könnt auch weiterhin immer super gerne kommentieren. Wir versuchen auch dort zu helfen, wo wir können. Das stimmt. Bei mir sind es aber meistens Jüngere, weil die sind ja vom Realabschluss und nicht vom Abi. Aber ja, es ist natürlich lohnenswert, dass die sich drum kümmern. Mhm. Es gibt auch andere, die wollen sowas nicht akzeptieren, sagen so, ey, nee, ich sehe es jetzt nicht ein, ich schaffe das schon irgendwie. Nein, kümmere dich drum. Ja. Irgendwas muss sich ja verändern, weil irgendwas machst du ja, ich will es jetzt nicht verurteilen, aber irgendwas machst du falsch, dass du gerade in dieser Lage bist. Und wenn du es nicht erkennst, dann wirst du leider
verlieren. In dem Sinne, keine Ahnung, dir wird es für längere Zeit schlecht gehen, deine Lehrer mobben dich, was weiß ich. Aber wenn du nicht den Entschluss packst, ich muss was ändern, dann wird sich nichts verändern. Amen. Das ja. dazu. Ja. Unser kleiner Videolog. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, wir werden mal in nächster Zeit auch ein paar öftere so einfach Laber-Videos machen, da wo wir uns zu einem bestimmten Thema äußern. Also wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns. Bleibt stabil. Im nächsten Video. Ciao, ciao. Mach's gut. Gesund. Ciao, ciao.